Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Garten Live. Der Morgen ist angebrochen. Ich bin schon mal mit dem Bus nach Hause gefahren und dann gleich wieder hierher. So, ich würde mit euch gerne zum Dorfplatz gehen einmal, dass wir mal gucken, was wir in der Kasse haben. Und wir haben auf jeden Fall über die 5000 und genau das ist, was ich wollte. So, wir schmeißen noch die Rosen und den Flieder und Alpenveilchen, wir schmeißen einfach das alles mal rein. Sind dann auch nochmal 1188, die wir zusammenbekommen. Ist ja schon mal etwas, ne? So, wir gehen wieder zurück zum Garten. Jetzt müssen wir natürlich auch erst wieder gucken, wegen Unkraut und Insekten und so weiter. Gehen wir mal durch. Ja, ihr seid jetzt erst am Wachsen. Oh. Oh, die haben auf jeden Fall jetzt Wasser gebraucht. Habe ich die vergessen zu gießen? Nee, eigentlich nicht. Also gegossen habe ich eigentlich den ganzen Garten. Ne? Tun wir mal hier noch mit drüber. So, hier schaut noch alles grün aus. Das Schöne ist, ich muss auch nicht aufhören zu gießen. Ich kann einfach hier durchlaufen. Es hört nur von selber auf zu sprühen. Da muss ich vielleicht einmal die Blätter wegschneiden, dass die wieder wachsen. So, schauen wir mal hier. Aber Ungeziefer habe ich jetzt keins gesehen. Da war jetzt nichts, ne? Nö. Da war gar nichts an Ungeziefer. Okay. Ja, dann passt's ja. Dann schneide ich jetzt auch erst einmal nichts. Würde ich sagen, wir gucken, was wir an Post hier haben. Du brauchst 50 Schnitte Hortensie, Blassrose, alles klar. So, und dann würde ich gerne die Bridge Repair machen. Okay. Ist die jetzt repaired oder wird die repaired? Wahrscheinlich erst am nächsten Tag, ne? Und dann werde ich wahrscheinlich auch nur da drüben hinkommen, wo diese ganzen Baumstümpfe liegen. Und dann war es das. Das heißt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir hier so ein bisschen Blumen schneiden und verkaufen. Das ist neu, ne? Ich würde sagen, dass ich auch hier mal beim Mohn komplett entferne, das Grünzeug, dass der Boden mal wieder wegen Luft bekommt. Hier wächst ja eigentlich nicht schlecht, aber auch hier würde ich sagen, dass wir mal das ganze Blattwerk wegmachen. Boah, das ist echt viel, ne? Also Gartenarbeit ist für mich noch nie was gewesen. Also das war immer so ein Ding, was mein Vater gemacht hat, aber da konnte ich nichts mit anfangen. Ich habe natürlich die Früchte gegessen, die er angebaut hat, jetzt zum Beispiel Erdbeeren oder auch vom Kirschbaum oder so, das ja, aber Gartenarbeit selber, nö. Das Einzige, was ich vielleicht mal gemacht habe, das war Gießen. Das war vielleicht das Einzige, was ich mal gemacht habe. So, jetzt schmeißen wir mal das ganze Gedöns weg hier. Brauchen wir nicht mehr. So. Die Blumen, die ich jetzt einstecken habe, die würde ich tatsächlich auch direkt auf den Markt bringen. Gar nicht aufheben. Nein. Schau mal, ob du die hier irgendwo... Da kommen sie drauf. Gut. Hier wollte ich ein bisschen wegschneiden, weil die wachsen irgendwie nicht gerade. Und vielleicht können wir das ja dann neu anlegen. Müssen wir mal gucken. So. Die Rosen lassen wir. Ich würde jetzt halt auch nicht unbedingt die Tulpen verkaufen wollen. Wobei die bestimmt was bringen. So, die Hortensien kannst du wegschneiden. Die können wir nämlich auch mal mitnehmen. Einfach wirklich mal alles von dem Blattzeug entfernen. So, alles, was jetzt hinter mir wieder nachkommt, das natürlich nicht. Das kann ich nicht schneiden.
Okay, tun wir mal wieder raus. Sind nämlich schon fast wieder voll. Die Samen lassen wir da. Die sind lila, könnten hier. Oh, okay. Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich die da drin lassen. Komisch, dass es die rausgenommen hat. So, hier waren wir. Muss einfach alles mal zurückgeschnitten werden, ne? Und dann würde ich sagen, wenn wir das haben, fahren wir noch mal zum. Die kann ich wieder nicht schneiden, okay. Raus mit dir, raus mit dir. Euch rutsche ich jetzt mal nach. Und dann haben wir nur noch die hier vorne im Grunde zum Schneiden. Und dann tue ich jetzt alles, was ich geschnitten habe, also alles an Blumen, tun wir am Marktplatz bringen. Außer wie gesagt diese dunkle, außer diese dunkle Tulpe und die Dingsbums-Tulpe, die schwarze. Also weil die, da brauche ich ja Ewigkeiten, bis die wachsen. Die hier und ich weiß nicht, wenn da eine Quest kommt oder sowas, wo man die braucht, dann wäre es glaube ich schon besser, wenn ich die schon ein bisschen im Vorrat hätte, ne? Ich komme nicht immer hin zum Schneiden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, das wird nicht angezeigt, ne? Jetzt halt. Na? Will auch wieder nicht. Jetzt. Jetzt. So. Die orangene und die wilde, die lassen wir jetzt mal da. So, alles andere bringen wir jetzt zum Markt, weil der Tag ist ja eh schon fast rum. Wir können mal ganz kurz nochmal gucken hier, was wir da noch hatten. Orange, Sonnenblume, Rot. Ja, das müssen wir eben schneiden. Sonnenblume, Orange. Und Schnitte eine Hortensie, Blassrosa. Eine Hortensie, Blassrosa müsste ich ja auch recht viele haben. Hortensie weiß. Ne, da habe ich mich dann getäuscht. Naja, wie gesagt, ich erkenne das eh nicht so. Irgendwie sind das für mich gleiche Pflanzen. Clematis Blassrosa. Ja, ist okay. Dann habe ich das halt nicht. Dann einmal schnell zum Markt. Ich denke mal, dass am nächsten Tag dann die Brücke fertig ist. Also, schmeißen wir mal noch rein, was reingeht. Kann ich die alle jetzt reinschmeißen? Oder füllst du das auf? Also anscheinend kann ich das alles hier. Ach so, das sind auch wieder mehrere Seiten. Ja, alles klar. Ich habe mich jetzt schon gewundert, worum das ging. Ich es aber nicht gesehen habe. So. Dann einmal zurück zum Garten. Wir haben spät, also gehen wir einmal in den nächsten Tag. Perfekt restauriert. Baue die Brücke wieder auf. Als Erfolg steht es unten rechts. So, aber wir müssen natürlich erst wieder. I'm glad that whoever originally built the garden decided to build over the stream instead of just putting the fence down in front of it. Was? Ich bin froh, dass wer immer den Garten ursprünglich geschaffen hat, den Bach mit einbezogen hat, statt dort einfach den Zaun zu bauen. Ja, das ist gut. How many times can you say you've seen a garden with this kind of character? Ja, das stimmt. At some point, I put some planks down to be able to get to the other side, but someone must have come in and taken them away. Tja. Still,
This is much better. And it looks like the contractors did a really great job at reinforcing the bridge so that it won't collapse again. Das ist gut. Das ist gut. So. Wir sammeln wieder Samen ein. Vielleicht haben wir wieder was Neues mit dabei. War da noch ein Samen? Da war noch ein Samen, ne? Nein? Ich will den Samen bitte. Ich krieg die nicht immer. Das ist, ich weiß nicht warum. Die hier bekomme ich. Es ist auch schön, wenn ich jetzt halt hier mal die schwarze Tulpe nochmal einen Samen bekomme. Die muss ich wohl wegschneiden, oder? Ja, mir egal. Dann schneide ich dich eben weg. So, Gießen bleibt, glaube ich, keinen Tag aus, außer es regnet tatsächlich. So, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie Ungeziefer haben. Da haben wir Ungeziefer. Da nicht, aber das sind noch mehr Samen. Wunderbar. Ja, schön. So, die brauche ich jetzt auch nicht schneiden. Es ist schon gut, wenn man dann auch mal die Blätter entfernt, ja. Also gerade die Rosenbüsche, die sahen bei meinem Vater immer so super aus. Der hat halt genau gewusst, wo er schneiden muss und so, dass die schön wachsen. Hier gießen, dass ihr nicht wieder vertrocknet. So. Wunderbar. Da noch die Samen nehmen. Wir gehen auch gleich rüber. So. Noch was? Nö, ne? Alles gut. Ich erwische die Samen einfach nicht. Aber ist okay. Dann schneide ich dich eben ab. Wer mit den Samen nicht freiwillig gibt, wird abgeschnitten und fertig. Oh ja, bei der bunten. Schön, aber die sollte ich auf jeden Fall schneiden. Und die schwarze auch. Okay, dann sollten wir fast alles haben. Da sind noch mal Insekten. Warum höre ich die denn plötzlich nicht mehr? So. Einmal rein. Das da können wir wegtun. Dann die Samen raus. Und das sind wirklich viele. Ich weiß nicht, warum das plötzlich manchmal rausnimmt, die Blumen. Und es ist auch etwas ärgerlich, dass es jetzt zum Beispiel die Regenbogen hier rein sortiert, obwohl ich die Regenbogen woanders drin habe. Ne? Da habe ich die. So. Bei den Samen ist es ja in Ordnung. Weil wenn, dann sortiert es die, glaube ich, vorne, also weiter hier auf der linken Seite ein. Aber nicht zurück. Jawohl, passt. So, dann lasst uns mal gucken. Tada! Wunderschön. Schön, schön. Mal, nimm mal deine Schere in die Hand. Was haben wir denn da? Da haben wir noch mal ein paar Steine. Die können wir natürlich auch wieder dekorieren irgendwann, ne? Ist klar. Aber das ist ja schon mal etwas. Kann ich das... Ich will das Werkzeug nicht platzieren. Ich will das da weg haben. Kann ich das wegschneiden? Nee. Schilf auch nicht. Der Zaun? Der muss wahrscheinlich jetzt erstmal bleiben. Aber so wie es ausschaut, muss ich dieses Gerümpel hier weg haben.
Und das waren ja 7000 oder was das war, ne? Ne, das ist die Smaragdbrücke dann. Hier weg mit dem Schutt für 7000. Puh, das ist schon heftig. Griechischer Zaun brauche ich jetzt nicht nochmal. A new coat of paint. Ah, okay, da kann ich dann unterschiedliche Brücken machen. Amethyst, blaue Brücke, dunkle Brücke, Smaragdbrücke, okay. Aber wenn dann den Schutt, und wie gesagt, das sind 7000, das ist jetzt nicht gerade wenig, ne? Du willst Sonnenblumenrot, alles klar. Da sind aber noch Samen. Samen können wir definitiv auch verkaufen, ne? Wäre schön, wenn ich hier bei den Sonnenblumen nochmal Samen bekommen würde. Also gerade von den farbigen. So, ich lasse ich jetzt einfach. Da warten wir lieber mal, dass es wieder Samen gibt. Und? Nee, es war nichts Neues, okay. Aber du brichst ab. Den muss ich mal... Warte mal, kann ich das nicht ausbuddeln? Das kann ich doch, glaube ich, ausbuddeln mit der Schaufel, ne? Gut, und dafür kriegen wir ja den Samen dann wieder. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Dass wir die Pflanzen jetzt dann ohne Probleme rausmachen können. Das können wir in den Komposter schmeißen. So, die Deko. Die Steine schmeißen wir jetzt auch da rein. Passt. Dann Komposter, Komposter. Dann sind es jetzt eigentlich nur noch die Samen. Was ist denn jetzt? Achso. Blätter, das ist das Problem, wenn ich auf die falsche Taste drücke. So. Wunderbar. Jasmingelb. Schön, tun wir gleich rein, ne? So, dann könnten wir uns Dünger holen. So, jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das? Ich würde gib mir den Samen. Das macht mich kirre. Jetzt. mal hier drauf. Mondrot, Mondwild, genau, den wilden Mond, den würde ich gerne da auch nochmal mit hersetzen. So. Dieses Gestrüpp, was jetzt gerade eh abgestorben ist anscheinend, oder zumindest halt vom Insekten befallen, würde ich gerne wegmachen. Also Samen kriegt man echt viele, ne? Ich muss gucken, dass ich wieder ein paar Samen verkaufe. War das jetzt eine rote? Hortensie weiß. Mondrot, Narzisse weiß war das. Das muss ich alles anders anpflanzen, ne? Das geht jetzt so gar nicht. Nee, das bringt mir nichts. Also wenn, dann müsste ich da schauen, dass wenn wir das auf der anderen Seite anbauen, dass ich das dann anders mache. Zum Beispiel das Zeug hier, ne? Ne? Euch kann ich nicht wegschneiden, oder wie? Aber rausbuddeln kann ich euch. So, das ist Fliederblassblau. Okay, blassblauer Flieder, das ist doch schon mal etwas. Du kommst hier rein, du kommst da rein. Flieder blassblau kommt natürlich dann erstmal hier rein. Das Ding ist ja eh schon voll.
könnten wir den Flieder Blassblau. Ach, den habe ich jetzt raus, ne? Oh, du bist so doof, ne? Hallo Vogel. Hallo Katze. Ja. Ob es hier auch weitergeht, ich glaube es nicht. Aufheben, Werkzeug platzieren. Ui. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte das schon hier stehen lassen, aber... Warte mal, kann ich das... Ja, hier so direkt in die Zaunecke rein oder sowas. So, dann könnte man hier zum Beispiel diesen Flieder Blassblau... Den könnte ich jetzt halt hier komplett mal entfernen. So, der ist entfernt. Dann kommst du noch weg. So, dann müssten wir ja Flieder Blassblau da haben. Zack. Und die Samen. Ich würde auch sagen, dass es reicht, wenn ich zwei Stück von der Pflanze mache. Und den Flieder, den stellen wir da hinten in die Ecken rein. Hier schön dicht nebeneinander. Weil es gibt ja einige Pflanzen, ne? So, die können wir dann einfach auch wachsen lassen. Da brauche ich jetzt nichts schneiden. Die brauche ich ja gerade aktuell nicht. Und? Ne, es wird schon passen. Hoffe ich. Denke ich. So, dann hätten wir den Flieder Blassblau. Die Rosen werde ich auch reduzieren. Auf jeweils einen Stock, das reicht, denke ich. Vielleicht auch auf zwei. Das sind Hortenzien. Aber Flieder haben wir jetzt keinen mehr, ne? Warum hast du jetzt noch Dünger? So, was hast du jetzt da? Narzisse. Nee, Narzisse brauchen wir jetzt nicht. Na, was tust du denn die raus? Die sollen doch drin bleiben. Ich weiß nicht, manchmal, wenn ich dann hier drauf klicke, wird es plötzlich verschoben und ich weiß nicht warum. Es scheint vielleicht ein Bug zu sein, das nicht so sein soll, oder ich klicke irgendwas falsch. Ich will ja nicht immer alles auf einen Bug schieben. So, tun wir mal hier noch ein bisschen düngen, auch wenn ich die jetzt nicht schneide, aber das ist ja egal. Hauptsache, ihr habt den Dünger dann raus aus der Tasche. Was bist denn du nochmal hier? Ich bräuchte eine Blüte, bitte, dass ich das erkenne. Du bist eine Herzblume. Boah, okay, ich habe keinen Plan, zu was du gehörst. Aber das ist auch eher so ein Buschgewächs. Ich schneide den mal komplett weg. Oh, was haben wir denn da? Eine neue Pflanze. So, nicht wundern. Gut. Jetzt haben wir die Prunkwinde und wir haben die Herzblume. So, die Herzblume, die ist ja auch relativ groß, die würde ich jetzt auch da hinten mit hinmachen. Vielleicht auch zwei Stück. Machen wir den einen hier. Na komm. Und das andere dann dahin. So. Reicht auch wieder zweimal. Jetzt habe ich keinen. Warte mal. Ganz kurz hier ran. Halt, du kannst die Blumen eigentlich auch raustun hier. Prunkwinde. Herzblume. Und davon haben wir dann zwei. Hier rein. Nehmen wir mal hier zwei so Dinger raus. Tu dafür das Zeug rein.
So, ich merke mir das aber bloß halt immer nicht, wo was ist, ne? Das ist das Blöde. So, und da würde ich jetzt ein bisschen Abstand lassen. Aber können wir doch durchaus hierhin machen. Einmal und direkt nebeneinander. Zweimal. Dass ich die überhaupt gießen muss, wenn die direkt beim Fluss sind, ne? Okay. Dann sind jetzt auf jeden Fall die großen Dinger hier mal weg. Hier ist dieses große Gestrüpp weg. Na, mal gucken. So, den Rest lassen wir jetzt mal. Halt, du hast noch Dünger einstecken. Du könntest einfach hier mal ein bisschen mit dem Dünger drüber gehen. Dass der leer wird. So. Wir haben hier noch die orangenen und die roten Sonnenblumen. Da kriegen wir ja auch ein wenig Geld. Aber da habe ich noch nicht so viele, ne? Da müssen wir jetzt halt warten bis zum nächsten Tag. Dann gehen wir mal. Ein paar Sachen sind ja im Verkauf. Irgendwas Neues dabei? Ich glaube nicht jetzt. Rosensamen. Ja, ich sehe das Ungeziefer schon. Da vorne habe ich es auch gesehen. Da ist auch Ungeziefer, aber ich will jetzt erst einmal die Samen mir holen. Hallo? Da irgendwas? Nein. Da haben wir was. Oh ja, danke. Mal eine Orange mit dabei. So, dann lasst uns mal Ungeziefer gucken. Da haben wir hier nichts. Da haben wir was. Ansonsten glaube ich nichts weiter. So, dann war hier. Na, ich habe doch da irgendwo gesehen, da. Bei den Rosen war noch was. Und hier glaube ich war auch was, ne? Irgendwo war noch da. Schön, schön, okay. Es wird natürlich immer mehr, ne? Jetzt wenn wir das Teil hier auch noch mit dazu haben, dann wird es richtig viel so langsam. Okay, hier haben wir nichts, aber das ist schön gewachsen. So, das heißt, wir haben einmal zu wässern. Katze will nicht. Die kann ich nicht voll spritzen mit Wasser, wobei das schon Spaß macht. Aber gut, die 7000 kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja. Also an sich, ich muss sagen, ich kann das Spiel schon empfehlen, wenn man hier Liebe hat zu Pflanzen, wenn man das gerne macht, dass man hier auch einen Garten gestaltet, dann ist das herrlich. Also das ist wirklich schön entspannend. Es ist ein wirklich sehr schön entspannendes Spiel. Vor allem, man hat überhaupt keinen Druck, keine Eile oder irgendwas, dass man jetzt halt hier unbedingt diese Aufträge erfüllen müsste.
Ja, man kann das halt wirklich so machen, wie man gerade Lust und Laune hat. Und das finde ich halt immer sehr schön an Spielen, wenn man hier einfach ein bisschen entspannter sein kann. Gut, dann soll es das mit diesem Angezockt gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir gerne was in die Kommentare, ob ihr euch das Spiel auch selber geholt habt. Und nicht vergessen, ein Abo dazulassen, sollte das noch nicht passiert sein. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.